Ich hol mir meine Münze mal wieder. Ja, es tut weh. Also, dieses Spiel nimmt sich selbst nicht sonderlich ernst. Und die Wortwitze sind jenseits der Schmerztoleranz. Also, da haben wir schon Wortwitze dabei gehabt, wo ich mir dachte so, oh nee, please don't. Aber ja. So schaffe ich es vielleicht, dass der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Huch, Mist. Jetzt ist mir ein bisschen was aus der Flasche auf das Auto getropft. Hoffentlich fällt das später nicht allzu sehr auf. Aber zumindest sieht es jetzt deutlich besser aus als vorher. Okay, nehmen wir mal noch die Kerze. Die liegt ja auch da wie zur Deko rum. Vielleicht. Der Wagen ist durch eine Alarma. Okay, vielleicht reicht das ja schon. Ja gut, er hat die nur geliehen, also er muss die Reparatur bezahlen. Aber er ist ein Jammerlappen, du hast recht. Ist ein absoluter Jammerlappen, Baldur. Herr Ross? Ja? Ich versuche. So, probieren wir es nochmal. So, jetzt... Wenn das funktioniert... Ach. Wollen Sie nicht... Das ist zwar... Der Kratzer ist fast weg. Sehen Sie? Der Wunschbrunnen hilft doch. Aber ein bisschen ist der Kratzer noch zu sehen. Außerdem sind da jetzt so komische Flecken. Was erwarten Sie? Ich habe gerade mal 5 Cent in den Brunnen geworfen. Dafür bekommt man eben nur ein sehr kleines Wunder. Für eine größere Summe gibt's vielleicht auch ein größeres Wunder. Sie haben recht. Zumindest wäre es einen Versuch wert. Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Und? Sind der Kratzer und die Flecken schon weg? Nicht wirklich. So ein Mist. Und dafür habe ich jetzt 10 Cent ausgegeben? 10 Cent? Na, da waren Sie aber nicht sehr spendabel. Das ist doppelt so viel, wie Sie bezahlt haben. Naja, vielleicht fühlt sich der Wunschbrunnen ein bisschen verarscht und lässt sich mit dem Wunder jetzt extra etwas Zeit. Das könnte natürlich sein. Ich werde hierbleiben und auf das Wunder warten. Vermutlich werde ich wieder enttäuscht, aber ich habe ja sonst eh nichts zu tun. Ja. Dann mal viel Glück. Baldur, wir können einfach froh sein, dass wir nicht in diesem Spiel sind. Aber ich habe jetzt meine 10 Cent für den Kaugummiautomaten. Um genau zu sein, habe ich eigentlich 15 Cent. Das nenne ich mal eine gelungene Investition. 200% Gewinn in wenigen Minuten. Wenn ich die Welt gerettet habe, werde ich ein Buch über Anlagestrategien schreiben. Im Teil 1 war schon geil. Wir hatten schon festgestellt, dass er nicht Plot-Armor besitzt, sondern Plot-GPS. Genau, das Leben ist wie ein Buch. Manchmal auch zum Zuschlagen. Das ist richtig. So, Moment. Schauen wir erstmal, dass wir hier Kaugummi kriegen. Ich habe fast mein ganzes Vermögen gegen ein Kaugummi getauscht. Hoffentlich hat sich diese Investition gelohnt. Aufschlagen, nachschlagen, zuschlagen. Ei, Sir. MacGyver bräuchte jetzt nur noch eine Kugelschreibermine, um daraus eine Atombombe zu basteln. Ich kann leider nur darauf rumkauen. Mädel, was du alles schon mit deinem Bindfaden und einem Tampon geleistet hast, ist auch schon bemerkenswert. Also, ne? Nur mal so nebenbei. Also, was dieser zusammenbastelt, geht auf keine Kuhhaut. So, jetzt dürfte man da nicht mehr so leicht reinkommen. Ja, in dem Falle, Prost Mahlzeit. Das Zeug ist widerlich. Ich habe es wieder in die Flasche gespuckt. Ist auch besser so. Schließlich brauche ich auch weiterhin einen klaren Kopf. Aber den ekligen Geschmack werde ich jetzt bestimmt die ganze Zeit im Mund haben. Oh, leise Chantal. Wenn ich in die Ausnüchterungszelle mit dem blauen Stein will, dann dürfte jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einsatz meiner schauspielerischen Fähigkeiten sein. Hallöchen, du schicke Schnitte. Ich bin Hacke Dicht und will eine ich will eine Zelle. Ach ja? Dann hauchen Sie mich mal an. Puh, das stinkt ja nach ganz billigem Fusel. Aber einen wirklich betrunkenen Eindruck machen Sie nicht auf mich. Wir sollten mal einen Bluttest machen. Wenn's sein muss. Setzen Sie sich bitte dort auf den Stuhl. So, dann wollen wir mal ein bisschen Blut abnehmen.
Das wird jetzt ganz kurz pieksen. So, das war's schon. Nicht schon wieder. Das wird 3000 Promille. Alle 20 Minuten ruft er mich an, um zu kontrollieren, ob ich wirklich arbeite oder nicht doch fremdgehe. Als ob eine Frau mit meinem Aussehen noch einen anderen finden würde. Bitte warten Sie hier kurz. Ich bin gleich wieder da. Trenn dich. Ja. Ich sollte mir schnell was einfallen lassen, sonst fliegt mein Schwindel auf. Ja, tauchen wir die Spritzen mal eben kurz in den Schnaps. Ich werde mein Blut mal mit etwas Alkohol verdünnen. Das sollte hoffentlich sicherstellen, dass ich auf jeden Fall in die Ausnüchterungszelle muss. Du musst gleich ins Krankenhaus, wenn es so weitergeht. So, dann können wir ja endlich weitermachen. Ich werde die Blutprobe jetzt kurz ins Analysegerät stecken. Und? Wie viel haben wir? Sie haben 3,7 Promille. Ich bin mir nicht sicher, wie Sie überhaupt sprechen oder gerade sitzen können. Oder warum Sie überhaupt noch leben. Aber wenn es jemand verdient hat, in eine Ausnüchterungszelle zu kommen, dann sind definitiv Sie das. Kommen Sie bitte mit. Ja. Blutprobe mit Weinbrand, ja klar, genau. Nanu, der Schlüssel geht nicht ins Schloss. Scheint irgendwie verstopft zu sein. Aber wir haben ja zum Glück nicht nur eine Ausnüchterungszelle. Also, mein Hinweis vom letzten Mal habe ich hier noch aufgehört. Geben Sie mir bitte noch Ihre Sachen. Ich bewahre sie während Ihres Aufenthalts für Sie auf. Okay. So. Wo ist mein... Da scheint noch eine Zelle nebenan zu sein. Eine sehr musikalische Zelle. Hallo, Sie spielen wirklich sehr gut. Vielen Dank. Ich habe auch viel Zeit zum Üben. Oh, seit wann sitzen Sie denn hier ein? Keine Ahnung. Ist der Krieg schon vorbei? Ja, Napoleon wurde auch bereits nach Elba verbannt. Und, was haben Sie verbrochen? Oh, da war so einiges, was man mir vorgeworfen hat. Aber eigentlich bin ich völlig unschuldig. Klar. Ja, davon gehe ich aus. Den kriege ich nicht einfach so aus der Wand. Ach Mensch. Dann hat er vielleicht eine Peitsche. Eine Pfeile? Eine Peitsche. Komm ich von einer Peitsche? Nein, eine Pfeile. Die sind fest in der Wand verankert. Frag mich. Und kam zurück, aha. Eine musikalische Zelle. Ja. Im Stehen kann ich deutlich besser nachdenken. Du sollst nicht im Stehen nachdenken, du sollst den Stuhl auseinandernehmen. Vielen Dank auch. Da ist ein großes Loch drin. Das Resultat intensiver Nutzung oder doch eher von exzessiver Gewalt? Ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich mal im Gefängnis sitzen würde und dann auch noch freiwillig. Jupp. Zwei urgemütliche Pritschen. Zumindest scheinen es die ganzen Maden, Asseln und Käfer urgemütlich zu finden. Ja, noch im Stuhl. Ja, Nachttopf, so sieht's aus. So müde kann ich gar nicht sein, dass ich mich da drauflegen würde. Ja, da musst du schon richtig einen im Tee haben. Soll ich jemandem Grüße von Ihnen bestellen, wenn ich wieder draußen bin? Nein, danke. Aber wenn Sie Langeweile haben sollten, dann schauen Sie doch mal wieder vorbei. Dahinter befindet sich mein Zellennachbar. Soll ich jemandem Grüße... Nein. Jetzt sitze ich in der Zelle und kann nichts... Oh, ein Löffel. Hey, Sie werden doch nicht etwa versuchen, aus der Zelle auszubrechen, oder? Nö. Ich? Nein, so etwas würde ich doch nie tun. Gut, dann will ich mal hoffen, dass ich in Zukunft kein Kratzen und Schaben mehr hören werde. Die Frau ist sehr anstrengend. Hallo? Sind Sie da? Ja, Sie haben Glück, dass Sie mich noch erwischen. Ich wollte gerade einkaufen gehen.
Könnten Sie mir eventuell einen Gefallen tun und noch mal ein bisschen Mundharmonika spielen? Wollen Sie etwa meine musikalische Höchstleistung dazu benutzen? Auf Marmortreppen geschlagen. Okay. Wenn ich ehrlich sein soll, ja. Na prima. Da habe ich endlich mal etwas Gesellschaft und schon will sich diese wieder vom Acker machen. Tut mir leid, aber ich habe wirklich wichtige Sachen zu erledigen. Die Welt retten zum Beispiel. Aber machen Sie mir wenigstens vorher noch eine kleine Freude und lösen Sie ein Rätsel. Sie müssen wissen, Rätsel sind mein Lieblingshobby. Meins auch. Muss das sein? Ja. Na gut, dann schießen Sie mal los. Ich denke an eine dreistellige Zahl. Sie müssen erraten, an welche. Ernsthaft? Keine Sorge, ich gebe Ihnen ein paar Tipps. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau... Mein Partner hat mir meinen Kuli geklaut. Egal, wie lange Sie suchen. Sie werden die Lösung nicht finden. Die zweite Ziffer ist ganz einfach. Sie halten Sie gefangen. In Frage kommen nur ungerade Ziffern, die größer als 1 sind. Und schließlich die letzte Ziffer, welche definitiv gerade und ebenfalls in Ihrer Zelle zu finden ist. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Ja, das ist der Stuhl. Aber sonst geht's prima, oder? Ja, danke. Ich würde sagen, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 9, 4 gehe ich mal von aus. Ich jetzt raten müsste. Ha, da ist mein Bleistift. Oh, so. Ich glaube, ich weiß jetzt die Antworten auf Ihr Rätsel. Na, da bin ich aber mal gespannt. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Das Rätsel war, schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal wie lange Sie suchen, Sie werden die Lösung nicht finden. Wie lautet die erste Ziffer? 3. Und wie lautet die zweite Ziffer? Das Rätsel war ganz einfach. Sie halten Sie gefangen. 9. Und jetzt noch die letzte Ziffer des Rätsels. 4. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber keine Sorge, ich gebe Ihnen noch eine weitere Chance. Oder 2. Weil hier sind keine Beine. Ich glaube, ich weiß jetzt die Antworten auf Ihr Rätsel. Na, da bin ich aber mal gespannt. 2. Und wie laut? 9. Und jetzt? 4. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber keine Sorge, ich gebe Ihnen noch eine weitere. Genau, Baldur, das ist genau das. Ich glaube, ich weiß. Na, da bin ich aber mal gespannt. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Das Rätsel war, schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal wie lange Sie suchen, Sie werden die Lösung nicht finden. Wie lautet die erste Ziffer? Ich denke, dass ich bei der ersten Ziffer falsch bin. Weil die Lösung nicht in der Zelle, sondern außen dran ist, dann wäre es immer noch die 2. Was mich gefangen hält, das sind die Stäbe hier oben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Und das mit dem Stuhl ist klar, das ist 4. Also die 9, 4 ist klar. Also die 2 können wir ausschließen. Weißt du was? Dann machen wir, dann probieren wir es jetzt aus. Und wie lang? 9. Und jetzt? 4. Knapp daneben. Ich glaube. 5. Und wie laut? 9. Und 4. Knapp daneben. Ich glaube, ich. 4. Und wie laut? 9. Und jetzt? 4. Knapp daneben. Okay, dann muss es eine andere Zahl sein. Das andere hält mich gefangen.
392. Probieren wir es mal. Ich glaube. 3. Und wie laut? 9. Und jetzt? 2. Knapp daneben ist. Ich glaube, ich weiß jetzt die Antwort. Na, da bin ich aber mal gespannt. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Das Rätsel war, schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal wie lange Sie suchen, Sie werden die Lösung nicht finden. Wie lautet die erste Ziffer? Bei der ersten würde ich tatsächlich sagen, diese Fangfrage ist das eine Null, ne? Aber macht er ja nicht. Nee, muss 5. Was muss 5 sein? Die erste Zahl. Nichts ist 5 mal da. Okay. Okay, 5. 5. Und wie lautet die zweite Ziffer? Das Rätsel war ganz einfach. Sie halten sie gefangen. Wie gesagt, ich hätte jetzt die Gitterstäbe gesagt. Stimmt, die anderen Zahlen gibt's alle. Die Zellnummer. Ja, aber die ist 2. Und ich darf aber nur eine ungerade Zahl nehmen, also kann es 2 nie sein. Aber eigentlich sind es 3 Zellen. Weil, wenn du mal von der Perspektive guckst, es sind 3 Zellen. 3. Und jetzt noch die letzte Ziffer. Des Rätsels Lösung ließ sich ebenfalls in ihrer Zelle finden. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Dann wären es vielleicht 2 Beine. 2. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber keine Sorge. Also 5. Ich gebe Ihnen noch eine weitere Chance. Dann habe ich entweder 9 oder 3. Weil 3 Zellen. In der einen Zelle, die erste und zweite waren ja frei. Und er sitzt in der dritten. Und bei den Beinen haben wir entweder 4 Stuhlbeine. Ich glaube, ich... 5. Und wie lautet die zweite Ziffer? 9. Und jetzt noch die letzte Ziffer? Des Rätsels Lösung ließ sich ebenfalls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 8? Knapp daneben. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt die Antworten auf Ihr Rätsel. Na, da bin ich aber mal gespannt. 5. Und wie lautet die zweite Ziffer? Das Rätsel war ganz einfach. Sie halten sie gefangen. Die mittlere Nummer kannst du mir mal sagen, ja? Also ich glaube, beim letzten sind es genau ihre eigenen Beine und die vom Stuhl. Also 6. Okay. 9. Und jetzt noch die letzte Ziffer? 6. Wow, ich bin begeistert. Nur schade, dass ich Ihre Gesellschaft dann vermutlich nicht mehr allzu lange genießen darf. Dafür können Sie sich meines ewigen Dankes sicher sein. Wenn du von Kunst null Ahnung hast, wird einfach Polizist im Knast. Ich hab den Stein. Jetzt muss ich hier nur wieder raus. Yep. Soll nur mal einen Bluttest machen. Was ist los? Ich bin wieder nüchtern. Was? Kann nicht sein. Sie hatten doch eben noch 3,7 Promille. Da muss wohl bei der Blutprobe was schiefgelaufen sein. Entweder stimmte die Messung nicht oder die Probe wurde manipuliert.
Manipuliert? Es war 5, 9. Keine Ahnung. Ich verlange auf jeden Fall 6. eine B-Probe. Und sollte selbst die positiv sein, wird mein Anwalt sie auf Verfahrensfehler verklagen. Verfahrensfehler? Ja, außer Ihnen kann niemand bestätigen, ob die Blutabnahme unter korrekten Bedingungen abgelaufen ist oder nicht. Es war ja noch nicht mal ein Arzt anwesend und Sie hätten mir gar kein Blut abnehmen dürfen. Was? Also entweder Sie lassen mich hier ganz schnell raus oder ich überziehe Sie mit so vielen Klagen, dass Sie Ihren Laden hier dicht machen können. Dicht machen? Das ist eine Polizeistation. Nicht mehr lange. Seitdem die Leute Radrennen und Leichtathletik sehen, hält sich hier jeder für einen Experten in Sachen Blutproben. Kommen Sie raus und lassen Sie sich hier ja nicht wieder blicken. Ach ja, und vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Ja, Baldur, ne? So. Aber wir können immer noch nicht ganz gehen, weil wir haben hier immer noch eine Stelle, die wir nicht geprüft haben. Wäre schade um den edlen Tropfen. Na gut, es ist nur billiger Fusel, aber es wäre trotzdem schade drum. Moment, ist ein Loch drin. Aber, ich bin ja ein Depp. Erstmal zum Park. Und Wasser holen. Ja. Dieser kaputte Fußball ist ein perfekter Wasserbehälter. Dachte ich's mir doch. Und jetzt ab zur Metro, den Brunnen befüllen. Und... Mit dieser Methode den ganzen Brunnen füllen? Na, das kann ja heiter werden. Da muss ich bestimmt noch ein paar Mal laufen. Yep, und hoffentlich machst du das ohne meine Hilfe. Ja, tut sie. Halleluja. So, das sollte reichen. So, dann wollen wir hier mal die Decke abspritzen. Ich schalte den Brunnen mal an. Der Wasserstrahl geht nicht bis zur Decke. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Tja, wir können aber auch ein oder zwei von den Düsen verstopfen. Und ein bisschen den Druck erhöhen. Nicht wahr? Na, Moment, war das? So. Eine der Öffnungen wurde erfolgreich verstopft. Moment. Ich mach's. So. Ah. Es ist halt für die Frechen, weißt du. Ich sollte erst noch mehr Öffnungen verstopfen. Sie will mehr Öffnungen verstopfen. Okay. Also. Das Wasser würde durch die vielen... Wir bräuchten mehr Kaugummi. Ich werde mal versuchen, mit der Kerze eine der Öffnungen zu verstopfen, aus denen normalerweise das Wasser kommt. Hat funktioniert. Ich konnte sogar gleich zwei der Öffnungen verstopfen. Yay! Auf geht's! Ich schalte den Brunnen mal an. Dachte ich mir. Juhu, es funktioniert. Der Wasserstrahl hat die bereits brüchige Farbe von der Decke gespült. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Ja, nur wie kommen wir an den scheiß Stein dran? Da komme ich nicht ran. Ach, Sherlock. Angeln wir mal mit dem Schirm, aber lassen dir nicht auf den Kopf fallen. Also den Stein. Ja, so sollte ich da rankommen. Ich muss nur aufpassen, dass mir der Stein nicht auf den Kopf fällt. Als hätte ich's gewusst. So, Profi-Steinesammler. Puh, das war knapp. Muss halt deine Hackfresse nicht überall reinhalten, Nina. Na? So. Jetzt können wir aber zum Eigentlichen gehen. Da habe ich hier meine Rätselhilfe noch aufgeschrieben. Vorher aber... Speichern.
So. Da haben wir den weißen König. Was haben wir denn noch? Den schwarzen König. Der schwarze König ist Bauernaufstand im Norden, Navarra, Verstärkung im Osten. Der Widersacher hängt in der Bretagne. Im Mosaik fehlen... Ja. So. Der Bauernaufstand im war Mosaik. Im Norden. Im Mosaik. Yes. Springer. Da war der Bauernaufstand. Und die Verstärkung aus dem Osten. Die Steine sind jetzt alle eingesetzt, aber vermutlich hängt es auch noch davon ab, wo ich welchen Stein platziere. Hm. So, noch einmal. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. So. Moment. Das sind 4x4. Scheint eine alte. Es stand die Verstärkung aus Navarra. Das sind aber 5. Seitdem erzählt das als 1. Okay. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Toulouse. Turm. Verstärkung, das ist der Springer. Weißer König ist da. Da ist der schwarze König. Und der Bauernaufstand, der war im Norden. Die Frage ist jetzt, wo im Norden? In Dauphin? In Bourgogne oder in Lorraine? Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Das sind eigentlich die Tools. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus. Richtig, müsste eigentlich Dauphin sein. Gucken wir mal. So. Hier unten hin sollte kommen der Springer. Dann der Turm dahin. Und der Bauernaufstand dahin. Gott, Leute, sind wir gut. Eine Brücke, die aus der Decke fährt? So ein Mechanismus in einer 350 Jahre alten Kapelle? Was auch immer sich hinter dieser Tür befindet, es muss von unschätzbarem Wert sein. Ich kann nur hoffen und beten, dass es sich um das geheime Archiv von Kardinal Coubertin handelt.